Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir starten heute rein, zweite Liga gerade gestartet, gestern Abend, eigentlich wollte ich das Video davor schon aufnehmen. Die Prognose steht schon lange, da ich das für mich privat sowieso interessant finde immer. Und dann habe ich mir gedacht, mach doch einfach ein Video daraus. Und das mache ich jetzt einfach. Wir starten rein in die Prognose der zweiten Liga der Saison 23-24. Und da die Prognosen teilweise, finde ich zumindest, zu lang geworden sind, habe ich mir das jetzt so zurechtgelegt, dass ich nur zu den ersten 5 und zu den letzten 5 was sage. Also zu mehr als 50% der kompletten zweiten Liga. Allerdings möchte ich nicht zu jedem Club unbedingt mega viel sagen, damit das Video nicht unnötig in die Länge gestreckt wird. Ich werde was zum Abstiegskampf sagen und was zu den Aufstiegskämpfen zu Platz 1 bis 5 und dann müsste es sein 14 bis 18. Und ich würde einfach sagen, wir starten direkt rein. Falls dir das Ganze gefällt, lasst natürlich liebend gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich super supporten, wenn du neu bist, auch gerne ein Abo. Und was am wichtigsten vielleicht sogar ist, schreib mir gerne mal deine Prognose in die Kommentare oder einfach, was du anders siehst als ich, was du vielleicht komplett anders siehst, wo ich eine andere Einschätzung habe. Und dann würde ich sagen, Film ab, wir starten rein in die zweite Bundesliga-Prognose und schauen einfach mal, was meine Erwartungen sind. Also, auf Tabellenplatz 18 haben wir Aufsteiger Nummer 1, Elversberg. Geht für mich direkt wieder runter. In meinen Augen reicht die Qualität für die zweite Liga nicht. Der einzige, den ich sehr interessant finde und deswegen werde ich vielleicht auch mal reinschauen, ist Fagir von Stuttgart, der jetzt ausgeliehen worden ist. Ist, glaube ich, marktwerttechnisch sogar der wertvollste Spieler, der jemals bei Elversberg war. Und ich finde ihn eigentlich schon zu der Zeit, wo er zu Stuttgart gewechselt ist. Ich glaube, 2 Jahre ist es jetzt mittlerweile her, fand ihn da schon sehr interessant. Ich bin gespannt, was er jetzt in der zweiten Liga reißen wird, ob er da das ein oder andere Tor zu beisteuern kann und ob er vielleicht Elversberg tatsächlich in der Klasse halten kann. Für mich allerdings erstmal trotzdem auf der 18 am Ende Elversberg. Dann geht es weiter. Auf Tabellenplatz 17 machen wir direkt weiter mit dem nächsten Aufsteiger. In meinen Augen geht es leider für 2 der 3 Aufsteiger direkt wieder runter. Und Nummer 2 ist dann am Ende für mich Wien Wiesbaden geworden. Für mich mussten sie wichtige Abgänge hinnehmen, wie beispielsweise ein Hollerbach oder ein Ese. Und die Qualität der Neuzugänge, was ich mir jetzt angeguckt habe, die reicht in meinen Augen für die zweite Liga nicht aus. Und aus dem Grund am Ende leider Tabellenplatz 17 und damit der 2. direkte Absteiger Wien Wiesbaden. Wir machen weiter auf der 16 und damit dem Relegationsplatz. Letztes Jahr mein Relegationsplatz für die Bundesliga, Tabellenplatz 3, Arminia Bielefeld. Die sind am Ende zwar in der Relegation gelandet, aber dann doch vielleicht ein bisschen anders. Am Ende sind sie ja 16. geworden. Ich schätze in diesem Jahr, dass auf Tabellenplatz 16 Eintracht Braunschweig landet. In meinen Augen haben sie mit Pfarrei so den wichtigsten Spieler verloren. Immer wenn ich Braunschweig gesehen habe, hat er eigentlich so ein bisschen glänzen können, war da für mich meistens der stärkste Mann auf dem Platz. Und die Neuzugänge sind für mich so ein bisschen Wundertüte. Sie könnten einschlagen, allerdings kann das Ganze auch komplett nach hinten losgehen. Für mich jetzt nicht die Megaspieler, die sie geholt haben. Ich bin gespannt. Ich glaube eher, dass die Neuzugänge nicht wirklich einschlagen werden. Und damit am Ende Tabellenplatz 16 Eintracht Braunschweig. Dann sind wir jetzt auf der 15 angekommen und da sehen wir den 3. Aufsteiger wieder. Also für mich, es wird wahrscheinlich nicht so sein, das sage ich vorab. Wahrscheinlich wird irgendein Aufsteiger im Mittelfeld, im soliden Mittelfeld sein. Vielleicht sogar eine Mega-Überraschung wie letztes Jahr Kaiserslautern, dass einer sogar lange oben mitspielen kann. Ich glaube allerdings in diesem Jahr nicht dran. Für mich am Ende Tabellen 15. der VfL Osnabrück. Ich sehe ihn trotzdem von den Aufsteigern, von den 3 Aufsteigern am stärksten und damit am Ende auf Tabellenplatz 15. Dann geht es weiter mit der 14 und damit den letzten Verein aus dem unteren Regal, wo wir unsere Worte zu verlieren. Das ist Rostock. Ich glaube, nach dem zweimaligen Tabellenplatz 13 und dann den Abgängen, die sie in diesem Jahr verzeichnet haben, werden sie am Ende ein bisschen schlechter als in den 2 Vorsaisons, werden da auf jeden Fall um den Klassenerhalt kämpfen und dann am Ende auf Tabellenplatz 14 landen. Dann machen wir jetzt weiter auf den Plätzen, wo wir jetzt keine Worte zu verlieren. Da haben wir auf der 13
den 1. FC Nürnberg auf der 12. In diesem Jahr, glaube ich, an kein so starkes Kaiserslautern wie im letzten Jahr. Tabellenplatz 12 wird Kaiserslautern. Auf der 11 haben wir Holstein Kiel, auf der 10 Absteiger des letzten Jahres Greuther Fürth. Dann machen wir weiter auf der 9. Der SC Paderborn, ich glaube nicht, dass sie in diesem Jahr nach den Abgängen so stark sein werden. Schallenberg, ein sehr wichtiger Spieler, der da zu Schalke 04 geht. Ich weiß, viele schätzen Paderborn weiter oben ein. Für mich am Ende reicht es nicht, um oben mitzuspielen. Paderborn auf der 9. Dann Magdeburg, seitdem Tietz da ist, läuft es jedes Jahr besser. Deswegen, warum nicht in diesem Jahr wieder? Ich glaube, Magdeburg wird mit ihrem Spielstil in diesem Jahr besser sein als im letzten Jahr. Und tatsächlich in der oberen Tabellenhälfte. Ich weiß gar nicht ganz genau, wo sie jetzt im letzten Jahr gefinisht sind, um ehrlich zu sein. Auf welchem Platz sie tatsächlich am Ende standen. Ich glaube, Magdeburg wird in dieser Saison Achter. Dann geht es weiter. Nächste Überraschung vielleicht. Hertha auf der 7. Ich glaube irgendwie, das wird eine Überraschung geben, dass Hertha nicht so stark in dieser Liga ankommen wird. Ich weiß nicht, warum ich das denke. Es ist einfach so ein Gefühl. Aktuell läuft da eh viel drunter und drüber. Und ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl bei Hertha. Sie spielen ja heute Abend gegen Fortuna Düsseldorf. Übrigens, das erste Spiel hat jetzt schon stattgefunden. Ich wollte das Video eigentlich davor aufnehmen. Gestern hat HSV gegen Schalke schon gespielt, hat 5-3 gewonnen. Ich habe hier keine Veränderung vollzogen. Ich lasse alles beim Alten, damit ihr Bescheid wisst. Aber das Spiel gestern hat gerade stattgefunden und der HSV hat 5-3 gegen Schalke am Ende gewonnen. War ein Megaspiel, also wer das nicht gesehen hat, das tut mir wirklich leid. Also das war wirklich Werbung für die zweite Fußball-Bundesliga. Für mich als HSV-Fan war das über die 90 Minuten natürlich sehr emotional, das Spiel. Erst die Führung, dann der Rückstand, dann das Unentschieden wieder, dann, nee, es war glaube ich davor, das Schalke-Abseitstor, dann Pfostenlatte, der Torwart lenkt den gegen den Pfosten, 3 Abseitstore, 8 Tore insgesamt, also das war ein sensationelles Spiel, offensiv auch recht stark. Ich habe davor eigentlich, bin ich ehrlich, ich hätte davor ein Unentschieden unterschrieben. Die ganze Viererkette fällt gefühlt aus, Reis ist weg. Ich hätte echt davor direkt das Unentschieden 2-2 oder sowas mitgenommen. Ich wusste, Gegentore gibt es auf jeden Fall. Das Wichtige ist, dass welche geschossen werden. Am Ende waren es 5 und damit auch mehr, als man reinbekommen hat. Und damit konnte man sich dann am Ende durchsetzen. Auf der 6 haben wir dann Hannover 96. Ich weiß, ich habe sie im letzten Jahr, glaube ich, auch schon recht hoch getippt. Da haben sie mich enttäuscht. Bitte Hannover, macht es in diesem Jahr nicht wieder. Auf der 5 und damit wieder die Vereine, zu denen wir was sagen. Und zwar haben wir hier den KSC. Und ich könnte mir vorstellen, ich sage ganz ehrlich, zwischen 3 und 5, jedes Mal, wenn ich mir meine Prognose angeguckt habe, dann musste ich da wieder was tauschen. Das sind für mich die drei Vereine, die könnten da komplett durchgewirbelt werden. 3 und 5 ist wirklich unfassbar knapp. 1 und 2 wisst ihr wahrscheinlich, wer das sein wird. Nur die Reihenfolge ist wahrscheinlich die Überraschung. Oder das weiß man noch nicht, was das ist. Aber 3 und 5 kann man komplett durchwürfeln. Ich habe mich jetzt am Ende für den KSC auf der 5 entschieden. Ich glaube aber, die werden eine unfassbar starke Saison spielen. Ich kann es mir nur vorstellen. Wanicek sowieso immer absolut krass. Nebel finde ich mega stark da. Und dann das für mich sowieso heftigste. Sie sind letztes Jahr 7. geworden und eigentlich eine recht stabile Mannschaft. Und dann holen sie Stindl. Ich kann mir vorstellen, Stindl wird so krass in der zweiten Liga einschlagen. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ich glaube auf jeden Fall, dass sie stärker sind als in der letzten Saison. Da sind sie 7. geworden und deswegen am Ende jetzt Tabellenplatz 5. Aber ich sag, zwischen 3 und 5 ist da wirklich alles machbar. Weitermachen wir auf der 4. Und hier haben wir Fortuna Düsseldorf, die zwar schwere Abgänge hinnehmen müssen, aber ich glaube trotzdem, dass Tune das da gut hinkriegen wird mit Fortuna Düsseldorf. Haben ja in den letzten 13 Spielen in der Zweitligasaison, also in der Rückrunde letztes Jahr, nur eine einzige Niederlage hingenommen, werden immer stärker unter Tune. Und ich glaube, deswegen spielen sie auch wieder oben mit am Ende Tabellenplatz 4 für Fortuna Düsseldorf. Und dann kommen wir zur 3, dem Stadtteilverein aus St. Pauli, die zwar mit unter anderem Paccarada und auch einem Daschner schwere Abgänge verzeichnen müssen, ich glaube aber trotzdem, dass es unter Hürzler weiterlaufen wird, dass sie da vorne wieder mitspielen werden. Wie gesagt, zwischen 3 und 5, da kann man das ein bisschen durchmischen. Ich weiß nicht, wer da am Ende 3., 4., 5. wird. Wie gesagt, jedes Mal, wenn ich meine Prognose mir angeguckt habe, habe ich da wieder irgendwas getauscht. Ich glaube, diese drei Vereine sind extrem auf Augenhöhe und werden sich da um den Relegationsplatz streiten. Einer von den dreien, sagen wir mal, einer von den dreien wird definitiv aufsteigen. Oh, das ist schwierig. Aufsteigen nicht. Einer von den dreien wird auf jeden Fall in der Top 3 landen. Das ist meine
Prognose. Weiter geht es dann auf der 2. Und jetzt haben wir nur noch Schalke und den HSV. Für mich auf der 2 am Ende der Hamburger Sportverein. Ich bin der Meinung, Schalke ist noch einen Tick stärker, auch wenn sie gestern gewonnen haben. Der HSV hat zwar keine schweren Abgänge verzeichnen müssen, das ist auf jeden Fall der Fall, hat sich auch gut verstärkt in der IV auf den AV-Positionen und unter anderem auch Ferai geholt, auf den ich mich mega freue in diesem Jahr. Trotzdem glaube ich am Ende, dass es Schalke machen wird. Die wissen, wie man direkt wieder aufsteigt aus der zweiten Fußball-Bundesliga, haben mit Terodde da einen, der sowieso immer knipst. Und ich glaube auch mit Schallenberg unter anderem haben sie sich sehr stark im Mittelfeld verstärkt. Auf Uwe Draogo bin ich in dieser Saison auch gespannt, hat ja bei der U17-EM gute Leistungen zeigen können. Gestern war er auch natürlich stark. Ich hoffe mal, dass man ihn nicht zu schnell verschleißt und zu hohe Erwartungen vielleicht auch an ihn setzt. Aber bei einem Terodde darf man es auf jeden Fall. Da bin ich gespannt, wie viele Tore er in dieser Zweitligasaison schießen wird. Am Ende wird Glatzel zwar mehr schießen, bin ich der Meinung. Trotzdem Schalke am Ende auf der 1. Vielleicht will ich dem HSV auch nicht den Druck auf der 1 verpassen. Ich glaube, es wird sehr eng zwischen dem HSV und Schalke 04. Ich bin sehr gespannt. Einer von den beiden wird Erster, der andere Zweiter. Und um den Dritten, also um den Relegationsplatz, streiten sich St. Pauli, Fortuna Düsseldorf und der Karlsruher SC. Das ist also meine Prognose. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst liebend gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du neu auf dem Kanal bist, auch gerne ein Abo und schreibt mir gerne in die Kommentare, was denkst du denn? Wer steigt am Ende auf? Wer steigt ab? Schreibt das in die Kommentare und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.